Jawohl, herzlich willkommen zurück hier zu NHL 18, ja, Folge 1 heute und wir haben heute ein kleines Pack-Opening, bzw. ein größeres Pack-Opening vor uns. 15 Packs warten auf uns. Ja, hier seht ihr es einmal 32, 18, 4, 24, 12, 2 und 16, 3, 2. Ja, mal schauen, ob das was wird oder ob das nichts wird heute. Haben gutes Gefühl, wir fangen mit den kleinsten Packs an, würde ich sagen. Und da ziehen wir doch gleich mal. Ryan Stromi, Pontus Aberg, Chapu. Ich werde überlegen, ob ich die gleich verkaufen soll. Tyler Toffoli, Namestnikov, Heimtrick oder Islanders, das haben wir sogar doppelt. Senden wir gleich mal in Sammlung. Genau. Das senden wir noch in die Sammlung, das geht schon. Oder? Nee. Müssen wir verkaufen. Egal, dann verkaufen wir es halt. Auch kein Problem. Gehen wir mal hoch auf 300. 12 Stunden. Nachdem wir jetzt ungefähr 1, 2 Uhr haben. Ja, müsste so passen. 12 Stunden. Ja. So, 500. Ryan Stromi. Und Pontus Aberg. Hauen wir auch gleich mit weg. Evander Kane, schon mal eine gute Karte. Riley Smith, die Verträge schnappen uns wieder. Oh, Cam Ward begleitet mich auch ungefähr. Dauerhaft in Let's Base. Peugeot, Carolina Hurricanes und John Carlson, Verteidiger, sehr schön. Euch verkaufe ich wieder wie immer. Verkaufen wir auch die Trikots. Das sind man die Sammlung. Die Trikots, das Trikot verkaufen wir nicht. Das sind man die Sammlung, wollte ich gerade sagen. Genau. So, Dylan Larkin habe ich schon stehen. Patrick Mrazek. Sissons, Picard, Toffoli, Larkin. So, die verkaufen alle wieder. Tyler Toffoli, durch das, dass wir ihn doppelt haben, verkaufen wir ihn auch. Greg Smith, Goligoski, Furland. Oh, Pat LaFontaine. Haben wir mal eine Dingkarte gezogen. Ein Sammelobjekt. So, Domi haben wir doppelt, Martino haben wir doppelt. Und Furland. Kaufen auch noch. So, John Stoll, Savard. Habe ich jetzt aus Versehen übersprungen. Wasilewski. Genau, Kings, Canucks. Und die Verträge am Anfang.
Ja, sind glaube ich ganz okay. Sind jetzt keine Überkarten, aber sind jetzt auch keine Karten, die man nicht gebrauchen könnte. So, letztes Pack. Von den kleinen. Oi, Chris Letang, Alter. Geile Sache. Geile Sache. Mitch Marner, Patrick Hornqvist, Alter, ein richtig gutes Pack. Corpi Salo. Und Patrick Berglund. Alter, das ist ein richtig nices Pack. Vor allem mit Chris Letang haben wir gleich wieder den nächsten starken Verteidiger. Das hat halt schon was. So, die Sittler-Packs. Everly, Stall, Rantanen, nochmal ein Stall. Hörtl, oh, Marc-André Fleury, cool, Sedin. John Carlson, doppelt. Barkes, Tyson Berry. Junge, 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 Junge. Aaron Ekblad, Alter, was ziehen wir denn heute für Karten? Alter, wenn das so weitergeht, da Halleluja. Da will ich mich mal nie beschweren dann. Drauf oder 500, machen wir 500. Das passt schon. John Everly verkaufen wir auch. Everly ist zwar ein super Spieler, aber jemand, mit dem ich nicht wirklich umgehen kann. Beziehungsweise der beim Spielstil nicht so ganz passt. Warte mal, gibt's immer. Carlson kann auch verkaufen. Okay, Auktionslimit erreicht. Da müssen doch alle jetzt in die Sammlung. Geht nicht anders. So, wen haben wir da drin? Jack Howard, Howard, Myers, Spezza, wieder Carlson, Kadri, Boone Jenner, Hampus Lindholm, cool. Endlich mal ein Duck-Spieler. So, nächstes Pack. Nächstes Glück. Ja, Druin, Gothitzbeer doppelt. Ward von Riemsdyk. Ein Ekblad doppelt, Alter. Kyle Palmieri, Bo Horvat. Blake Wheeler und Erik Karlsson. Was? Den... Boah. Yo, McDavid, Carlson. Okay. Okay. Das Spiel ist noch nicht mal 24 Stunden spielbar auf der PlayStation. Und wir haben zwei der vier besten Spieler. Alter. Geht es jetzt so weiter? Arvidsson, Kreider und Shattenkirk, Venbeck, Parisi, da haben wir richtig gute jetzt auch mit dabei. Marlowe, bei dem ich es immer noch nicht verstehe, wie man zu Toronto gehen kann, aber gut, seine Entscheidung, wird schon wissen warum. Genau, so, nächstes Pack, weiter geht's. Schauen, ob wir noch mehr so irre Leute ziehen. Tuukka Rask habe ich da schon gesehen. Josh Bailey, Marian Hossa, Glendening, Bergeron, Oliver Ekman-Larsen, Barkov, Alter, Sittler, Hamonic,
Tugaro Ask, auch ein gutes Pack. Jacob Truba, Zaitsev, Wenberg, Orlov, Koivu, Okposo. Ja, ist nicht schlecht, das Pack. Oh, Matt Murray, das Pack wird doch noch besser. Und Philipp Forsberg, Alter. 87er Torhüter. So, Jeff Skinner. McLeddy, Mason, Myers, Jets, Gothisbear, Fiala, Howard, Stevenson. Dann kriegen wir noch alles. Anderson, Landeskog. Seth Jones, Corey Perry, cool. Noch wieder zwei weitere gute. Gardiner. So. William Nylander. Nach den Karten Justin Falk zählen eigentlich eh nur noch die, die 85 oder drüber sind, die wirklich überragend sind für uns. Patrice Bergeron, Alter. Haben wir wirklich, also jetzt muss ich schon sagen, haben wir wirklich gute Karten gezogen, alter Verwalter. Da haben wir schon Wahnsinnskarten gezogen. Dumoulin, Vlasic, Johnson, Spurgeon, Gallagher, Huberdeau, Landeskog. Dort ist die Ratings alle ein bisschen nach unten gefallen sind. Das ist das Ganze ein bisschen schwerer einzuschätzen, wie viel die Karten ungefähr wert sind eigentlich. So, letztes Pack. Was haben wir da drin? Bailey, Atkinson, Lindholm. Ja. Folino, Eric Staal, Cogliano und Brad Marchand. Ich hasse ihn, aber die Karte ist gut. Der hat 90 Schuss, der Junge. So, keine Packs mehr. Joa. Objekteingang 25. Da sind aber keine drin. Jo, ich würde sagen, dann schauen wir uns das noch an. Am Marktplatz haben wir 25, genau. Joa. Alles ein bisschen neu aufgebaut hier. Aktion suchen, meine Gebote, aktive Aktion, beendete Beobachtungsaktion suchen. Gehen wir mal auf Aktion suchen und schauen mal, wie viel so manche Karte denn wert ist. Machen wir einen Mindestpreis 10.000. Und Höchstpreis, ach, nochmal 1,5, nee, nicht 15.000, sondern 2.0 noch dazu. Nämlich 1,5 Millionen. So, wen haben wir denn da? Connor McDavid, Panarin, Kane, Stamkos, Kessler, Tavares. 20.000, das geht ja voll. McDavid 209.000 Grad, war das gerade McDavid? 708, boah, Alter, 780.000, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Alter, das ist krank. Das ist wirklich krank. Bergeron, Burns. Shea Weber. Wir haben mit David, das sind 200.000 wert. Matt Murray ist gerade mal 14.000 wert, das ist gar nicht so viel. Kuzmenko, Tank, Kucherov, Stamkos, Giroud, Pietrangelo, Matthew Perreault, da hat dann wieder einer gemeint, der ist ganz lustig. Ja, dann haben wir PK Subban. Oh, 70.000, das ist viel. Und Shane Doan, der erste hat schon wieder das Ding vervollständigt. Das ist halt einfach Wahnsinn. Also, sorry. Das ist halt echt krank irgendwo. Sidney Crosby, 1,5 Millionen. Leon Dreiseitel ist 12.000. Ist, glaube ich, machbar. Aber ich habe schon überlegt, ob ich mir Leon Dreiseitel nicht vielleicht in die Mannschaft hole. Hat bis auf die schlechten Bulli-Werte eigentlich relativ gute Werte. Bei March nochmal Subban wieder. Kostet aber nur 19.000. Luc Robitaille, Patrick Kane. Stranak, Jonathan Quick fürs Tor wäre vielleicht was. Also, McDavid wäre ungefähr so 200.000 wert. Um den Dreh rum. Das muss Ristolein haben wir da noch. Ja,
ja, ansonsten seht ihr schon die höchsten Werte. Das ist also wirklich gut, sind so, oder Top-Werte sind wirklich alle so ab 87. Das ist schon herausragend. Ja, mein Team. Müssen wir wieder Aufstellung verwalten. Müssen wir wieder ein neues Team aufstellen. Ist, glaube ich, einfacher, wenn wir das alte löschen. Dann HC California löschen und dann ein neues Team aufbauen, weil dann sehen wir gleich, welche Mannschaft wir da haben. Und welche Spieler. Den kann man jetzt HC California ja nennen. Mit Murray stellen wir da schon mal ins Tor. Würde ich sagen. Das ist der stärkste. Frage ist, wie wir das zweite Tor nehmen. Aber ich glaube, nehmen wir Marc-André Fleury. Haben so viele zur Auswahl. Ich glaube, wir nehmen Marc-André Fleury. Mal zuerst mal Murray hier rein und dann das zweite Keep Marc-André Fleury. Auch wenn ich mit Murray ist immer so ein Gehader, weil ich Murray halt absolut nicht mag, aber von den anderen ist definitiv Fleury, glaube ich, der beste von den dreien. Sieht vielleicht von den Werten her nicht ganz so aus, aber wenn wir hier in die Werte reinschauen, 88, 83, ja, Tuukka Rask, 85, oh, naja, also Cam Talbot definitiv nicht. Dann nehmen wir Marc-André Fleury. Was sagt Devin Dubnyk? Ja, einen ist auch nicht so stark, nehmen wir Marc-André Fleury in die Mannschaft, dann passt es. Welche Ironie, dass wir genau die zwei haben. Zusätzliche Angreifer, da kommen wir noch nicht hin, dann kommen wir, würde ich sagen, zur Verteidigung. Dann haben wir Oliver Ekman-Larsson, Klefbom, Gott, das wäre ein bisschen weit hinten. Mein Larsson, dann hauen wir da noch rein. Vlasic, oder? Ja, ich stelle jetzt einfach mal nach denen auf, die am besten sind von unserer Mannschaft, also Vlasic. Und dann müsste der dritte Verteidiger dementsprechend dann Hampus Lindholm sein. Den haben wir hier, den guten Mann. So, Rechtsverteidiger haben wir hier zum Beispiel Erik Karlsson. Oder, wen haben wir hier noch? Na, Karlsson können wir nicht nochmal antippen. Chris Letang. Und als letzten Verteidiger Dustin Bufaglien. Gut zu wissen, dass Letang und Carlsen schon mal dieselbe Synergy haben. So, Angriff. Fangen wir auf der rechten Seite an, da hatten wir das letzte Mal gar keinen. Dann haben wir jetzt Blake Wheeler, Wielander, Arvidsson und Voracek. Definitiv gute Seite. Wielander, Newcomer bei den Maple Leafs, starker Spieler. Arvidsson letzte Saison richtig aufgeblüht bei den Predators. Also, der hat auch was drauf. Ja, noch mit Schmaner haben wir da sogar noch. Arvidsson und Voracek. Ja, altbekannter Flyer-Spieler, der Tscheche. Im
Center mal Connor McDavid. Da haben wir einen Patrice Bergeron, der jetzt dann gleich kommt. Den haben wir hier. Den stellen wir auch auf Reihe 3. Wer dann Barkov. Was natürlich ehrlich ist, doch das, dass wir den 89er McDavid haben und den 85er Rookie McDavid. Der Rookie McDavid hätte halt 3 Synergy und jetzt haben wir halt nur einmal 3 Synergy mit Raquel bisher. Ist halt ein bisschen ärgerlich, aber Mai, werden wir schon drüber hinwegkommen. So, dann haben wir Marchand, Huberdeau, Skinner und Forsberg. Danach kommen die 84er. Wenn ich Brad Marchand hasse wie die Pest. Absolute unsympathischer Kerl. Aber trotzdem, Huberdeau. Dann haben wir da noch Jeff Skinner. Und der letzte auf links außen ist Philipp Forsberg. Genau. Nachdem wir jetzt die Mannschaft einmal komplett haben hier, würde ich sagen, ich kümmere mich offline um die Synergy-Details. Ich würde gerne wieder die Synergies hinkriegen. Ich habe jetzt nur hier mal das Team gemacht, was die besten Spieler waren, die wir als Karten so gezogen hatten. Genau. Werden aber vielleicht wahrscheinlich sogar sehr viele verkauft werden von denen und umgetauscht werden, weil ich halt gerne ein paar Sachen zusammenkriegen würde. Und zwar ist es einmal der Zonenzauberer. Die Schussqualität würde ich gerne haben. Dann, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Habe mir das Ganze nochmal rausgemacht. Den, ich weiß nicht, wie sie heißen. CP und S wollte ich noch haben. Und dann haben wir eben genau noch eine Position frei und die wird dann eben Leon Dreiseitel. Ja, das war so das, was ich mir gedacht habe. So, dann stimmt das auch. Beziehungsweise im Powerplay, aber mit 4 Verteidigern jetzt. Das ist auch ein bisschen übertrieben, Freunde. Also da müssen wir auch ein bisschen. Wie gesagt, das mache ich alles offline, dass ich das umstelle, dass die genau so sind, wie sie dann auch sein sollen oder wie ich mir das dann vorstelle. Genau. Trainer würde ich sagen, nehmen wir dann Dale Peterson dementsprechend. Genau, Zauberer und Schussqualität. Klatschspieler heißt es und Seidenweich. Jetzt habe ich es wieder. Genau. Die würde ich ganz gern haben, weil die bringen, glaube ich, relativ viel. Betonmauer bringt da eher weniger. Ja, man weiß nie, was es bringt. Es kommt immer auf gar keinen Spielstil drauf an, welche Spieler du hast. Und ich passe es jetzt einfach meinen Spielern an. McDavid hat S, Letang hat S und Carlson hat S. Also, ja, sind halt 2 der besten Spieler. Sind 3 der besten Spieler dabei. Deswegen ordne ich die jetzt einfach mal dementsprechend danach. Genau. Mal schauen, was dann am Ende rauskommt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich scroll jetzt hier nochmal durch, damit ihr die Spieler nochmal seht. Einfach anhalten, wenn euch die Reihe interessiert oder die Stats interessieren. Wir sehen uns dann am Freitag wieder zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao mit V.